Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Raft auf dem Weg gemeinsam mit Sunshine nach Tangaroa zum Erdbeeren kaufen. Grüß dich. Hallo. Ja, ein paar Erdbeeren braucht man immer, gell? Für Schmusis und so, sehr lecker. Ja, und oben da die Pflanzkübel bepflanzen, wo Erdbeeren genau, rein sollen, damit es schön aussieht. Genau. Richtig, genau. Ich gehe mal gucken, wie weit wir noch weg sind. Was ist was? Rechts von uns, was ist das? Eine Insel? Ist das die, wo wir gewesen sind? Oder eine andere? Oh, das sieht aus wie... Moment. Das ist doch nicht Caravan Town, oder? Weil das da so hoch ist. Oder Utopia? Nee, Utopia wird's ja da, das wäre interessant, wenn wir da jetzt zufällig an so einer Location dran vorbeisegeln werden. Ich kann natürlich mal einen kleinen Umweg fahren, warte mal. Gucken wir uns mal an. Oder meinst du Varuna Point? Das hat doch auch so ein großes Gebäude. Varuna Point hatte doch... Aber das sieht eher nach Caravan Town aus, würde ich sagen, weil das mehrere so Hügel hat, hä? Wir gucken mal, was es ist. Der kleine Umweg schadet nicht. Ja. Aber so nebbelig, man kann gar nichts erkennen, gell? Ja, ich hoffe, wir kommen hier näher ran. Ah, die Strömung ist hier eventuell ungünstig. Warte mal, ich gucke mal auf Radar. Nee, wir bewegen uns. Das wird immer größer. Guck mal. Hä? Ich glaube, das ist Varuna Point. Kann das sein? Ich bin mir ganz... Oh, nee, da würde man den Kran sehen. Und ich sehe... Warte mal, ich gehe mal ein bisschen vor. Vielleicht kann ich da besser spicken. Ich bin mir unsicher. Oder ist es doch Utopia? Ja, das wäre ja ein Ding, zufällig nach Utopia zu sehen. Das ist Utopia, würde ich sagen. Oder? Nee, ich sehe eine Brücke. Könntest du noch Laternen kaufen, aber wir haben ja alles, ne? Und die Farbe, die wir haben wollen, kriegen wir ja sowieso nicht. Oh, das ist tatsächlich Utopia. Hurra! Zufällig gefunden, ohne hinfahren zu wollen. Auf dem Weg nach Tangaroa liegt Utopia. Jetzt wissen aber wir das auch. Ich wüsste jetzt ganz ehrlich nicht mehr, wie man zu diesem Markt kommt. Das wüsste ich jetzt. Über einen Lift, glaube ich, war das irgendwie, gell? Das ist ja alles offen. Wir müssten uns ja nicht mehr durchspielen. Nee. Aber willst du da schauen? Brauchen wir was? Nee. Ich glaube, Deko-Kram haben wir eigentlich, glaube ich, noch genügend von den Sachen. Ich wüsste jetzt nicht. Glaube ich. Im Grunde war ich nur neugierig, was das ist. Aber tatsächlich. Ja. Es ist Verona, Utopia. Zufällig nach Utopia. Naja, okay. Ha. Warum nicht? Witzig. Fahre ich mal näher ran und drehe wieder bei. Können wir nochmal gucken, gucken und winken. Ja, hallo. Da waren ja so Hyänchen, gell? Die waren ja hier am Strand, am Pier. Schade, dass die ganzen Charaktere, die man da befreit hat oben, dass die dann nicht auch durch die Stadt laufen, dass man hier unten keinen sieht davon. Man sieht die ja leider nur da ganz oben, ne? Da in diesem, auf diesem Markt. Aber es war sehr, sehr cool. Also anstrengend fand ich so von den Rätseln her und so, aber... Ja, da haben sie aber ganz schön aufgedreht hier mit Jump and Run und dem Bombenleger und alles ja, da. Ja. Da habe ich lang gebraucht alleine. Da bin ich mehrmals gestorben, bis ich den dann hatte. Okay, ich drehe ganz sanft. Ja. Hey, unser Ziel, um zu unserem Ziel zu fahren, müssten wir genau durchfahren. Hä? Was denn für ein Quatsch? Ja, naja. Da müssen wir einmal. Hoppala. Hoch. Aua. Da war ein Gebäude. Da hängt der Steg fest. Hm. Rückwärtsgang einlegen. Ja, da müssen wir mal kurz den Rückwärtsgang einlegen. Moment. Ruder wieder gerade. So, wie war das hier? Rückwärtsgang. Motoren. Ui. Das sieht schon sehr, sehr cool aus, wenn man so schaut. Wahnsinn. Sehr schön. So, wieder ein Vorwärtsgang und Motoren wieder aus. Ja. Da müssen wir tatsächlich einmal drumherum fahren. Ja, wahrscheinlich, ne? Eine kleine Schiffsrundfahrt hier, kleine Hafenrundfahrt in Hamburg. Ja.
Das utopische Hamburg. Das utopische Hamburg, ja. Bisschen klein für Hamburg. Ja. Aber schön. Aber das ist ja verrückt. Das liegt auf einer Linie mit Tangaroa. Ja. Und ist gar nicht weit auseinander. Gut, die spawnen ja auch zufällig, die Dinger, ne? Wenn wir nochmal dahin fahren, werden wir Utopia wahrscheinlich nicht mehr auf dem Weg finden. Aber das ist jetzt wirklich ein Riesenzufall gewesen. Ja, ne? Ja, da an dem Seil sind wir ja darüber gerutscht oder in die Richtung. Nee, ich glaube da drüben in dieses Gebäude, ne? Ja, cool war's. Cool. Ob ich da durchfahren kann? Ich kann es dir nicht sagen. Nein, aber ich glaube, da ist ja der Pier. Ich glaube, da ist ja, sind ja auch so Stege und Brücken. Ich glaube, dran vorbei. Aber durchfahren glaube ich nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Mm-mm. Ja, siehst du, da sind ja diese Stege und da war ja dieses Wasserrätsel und hier von dem kleinen, wie hieß der denn? Von dem Bub, da seine Bude. Das Wasserrätsel, wenn ich das hätte alleine machen müssen. Ich hatte das ja auch alleine gemacht und wo wir das im Stream gemacht haben, da sind wir ja bei dem einen da total verzweifelt. Das war ja furchtbar. Ja. Aber irgendwann doch geschafft. Ja. Aber wenn du das alleine machst, ist ja auch schwierig. So konnte ja noch jemand von außen gucken und sagen, dreh mal in die und die Richtung. Wenn du das alleine machst, da musst du drehen, gucken. Da bist du irre. Das ist auch lang gebraucht. Oh, machen wir mal ein bisschen Sightseeing heute. Aber die schönste Location fand ich tatsächlich, also jetzt von den dreien, Veruna Point fand ich ganz cool mit dem Tauchen. Aber wie hieß das andere? Temptation Island? Nee, Temperance? Wie komme ich denn auf Temptation? Temptation. Gibt es, glaube ich, eine Ferie, Fernsehsendung, kann das sein? Keine Ahnung. Oder irgendein Deo, keine Ahnung. Und da gibt es noch eine Musikgruppe, Within Temptation, gibt es auch noch. Aha. Nee, und da fand ich das halt mit dem Schnee und den Eisbären, das fand ich richtig toll. Das hat mir richtig gut gefallen. Mit diesem kleinen Iglo-Dorf da, fand ich super. Mhm. So, gleich sind wir rum. Ja. Ich hab Durst. Begebe mich mal Richtung Wasserbehälter. Ich kann ja mal hier noch ein bisschen einsammeln. Sind gleich meine Taschen wieder voll, wahrscheinlich. Ach. Loot kann man nie genug haben. Ja. Warte, ich spick mal in mein Täschchen. Ach, jetzt fahren wir schon wieder fast in die richtige Richtung schon wieder. Sehr schön. Ja, die sammeln ja auch irgendwann nichts mehr, ne? Wenn die voll sind, sind sie voll. Was? Ach, hoch. So. So, noch ein Stückchen. Aha. So, jetzt sind wir wieder auf Kurs. Das reicht's aber. Sonst habe ich schon wieder gleich die Taschen alle voll. Aber macht nichts. Wasser. Aber das ist so weit weg, ich überlege, ob wir die Motoren benutzen sollten. Mach doch, kannst du ruhig machen. Mach die Motoren an. Dann müssen wir die bloß wieder alle aufladen dann. Jetzt habe ich so ganz mühsam den Sprit aufgefüllt und jetzt, okay. Ja, für irgendwas muss man sie ja mal benutzen, die Motoren. Ja, genau. Also, Volldampf voraus. Genau. Hier unten deine großen Batterien sind auch leer, die kann ich mal austauschen. Sehr gerne. Hier bei dem Recycler. Beide leer. Ach, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ja, so was. Hier, komm, mach mal dahin. Aber selbst mit Motoren ist das auch nicht hyperschnell. Ja, mal eine ungünstige Strömung scheinbar. Die leere oder die volle? Ich glaube, das ist die leere, die ich in der Hand habe, oder? Sei dir eine leere. Ja. Richtig. So muss das. Ich guck mal, was wir hier noch verheizen können. Hinten in dem Biokraftstoffgedöns hat man noch Eier. Ach nee, die habe ich nach hinten gebracht. Ja, die schon genau, die hattest du schon nach hinten. Da kannst du bisschen was in den Tank schmeißen. Ja. Ich
gehe ja mal zu den Tierchen, die haben ja bestimmt schon wieder fleißig Eier gelegt. Bestimmt. Abgestürzt. Nein. Ach, naja, hier tut man sich ja nicht. Doch, obwohl man kann sich ein bisschen wehtun, aber nicht wirklich viel. Gell? So, wir brauchen mal bitte ein paar Eier. Dankeschön. Wenn wir jetzt Caravan Town gewesen, hätte man mal spicken können. Da gab es ja, glaube ich, auch Tierchen, gell? Aber in Utopia ja selber gar nicht, gell? Ja, dass man oben vielleicht noch mal ein bisschen was in den Zoo reinbekommt. Sonst wäre ja völlig umsonst gebaut. Ja, wäre sehr nicht so gut, ne? Ach, ich habe immer die Ziege auf dem Arm oder das Lama. So, da ist noch ein Ei. Gut. Ich hab wieder ein paar Eier gesammelt. Ja, Wasser haben sie auch noch gut. Alles ganz schick. Sehr schön. So, noch 1500 Meter. Ja, das geht. Man denkt immer, das dauert noch ewig, aber wenn der Motor an ist, geht das, glaube ich, recht schnell. Oder? Also ich habe das Gefühl, dass das jetzt trotzdem noch langsam geht, wenn du aufs Radar guckst. Also irgendwie... Naja. Wir kommen schon irgendwann an. Ja. Ah ja. Hab ich schon wieder verirrt. Wo hast du die Eier reingemacht? Die Anstalt. Wer hat das denn hier dran geschrieben? Ich weiß nicht mehr. Die Eier hinten, da sind so Kisten an der Seite. Bei dem Biokraftstoffding. Okay, da mache ich die rein. Ja, genau. Aha. Solange wir die für nichts anderes brauchen. Und hier packe ich dir noch ein paar, guck mal, nochmal 20, ja, nochmal fast 20 Eier, also über 20 Eier. Jetzt hast du wieder 48 Eier. Wunderbar, dann geht das auf jeden Fall. Da kommst du, glaube ich, ein bisschen mit hin, gell? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Solange der Honig noch genug da ist. Ja, wir haben doch Bienchen und Blümchen. Das stimmt, Bienchen und Blümchen. So. Beides, wir haben beides, Bienchen und Blümchen. Da wieder die falsche Seite. Ich merk mir das nie. So, gleich nehme ich hier auch mal noch ein bisschen ausräumen. Von dem Kram, den ich hier in der Tasche habe. So. Unmengen an Holz. Das könnte ja fast dazu verleiten, noch was zu bauen. Aber ich habe es jetzt vor der Folge Sunshine schon erzählt. So langsam lassen hier die FPS nach. Ja. Das ist dann halt... Wenn man dann noch mehr Plattformen anbaut, dann ist irgendwann zappenduster. Was fliegt denn da hinten durch die Luft? Oder ich habe Halluzinationen. Was ist denn das da hinten? Nix, scheinbar verguckt. Aha. So, guck mal. Habe ich doch alles schon wieder ausgeräumt, was ich gefunden habe. Wahrscheinlich sind in der Zwischenzeit die Netze auch schon wieder voll. Ja, wahrscheinlich, weil sie gerade ausgeräumt wird. Schon wieder alles voll. Ja klar, wenn wir uns bewegen, dann auf jeden Fall. Ne? Wir brauchen mehr Leute auf dem Raft. Ja, theoretisch schon. Ach, scheiße, dass der Harzer noch so weit weg im Urlaub ist. Er hätte uns hier gut helfen können. Aber vielleicht taucht er ja noch irgendwann auf, wer weiß. Wollte ich gerade sagen. Man weiß es nicht, gell? Man weiß es nicht. Das ist nicht ausgeschlossen. Ja, das ist wahr. So. Ich würde aber eigentlich nach was schauen. So, ich guck mal noch ein bisschen. Ja. So. Wie immer Gemüsesuppe. Ja, ich hol mal noch ein bisschen Milch. Warte mal, wir haben ja hier so viele Eimer. Geh ich mal bei die Ziegen. Geh mal bei die Ziegen. Bei die Ziegen. Ja. Hock, hock. Kinder!
kommt her zu mir. Ja. Was wir auf jeden Fall auch gleich mal machen können, ist angeln. Ja. Eins, zwei. Wir haben nur zwei Ziegen? Nee. Zwei oder drei? So viele waren das nicht. Drei. Ja, Lamas haben wir jede Menge, glaube ich. Ne? Eins, zwei. Aber noch kein gestreiftes, ne? Kein gestreiftes Lama. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt irgendwas Besonderes an Tieren? Ja, ja, ja. Glaube ich, oder? Dieses weiß-weiß-braune da, das ist, glaube ich, ein Dings. Und die anderen, und ja, so ein kleines und ein großes in diesem weiß-braun haben wir. Und Ziegen haben wir drei. Und aber nur eine schwarz-weiße. Die anderen sind, glaube ich, normale Ziegen. Ja, da gibt es, glaube ich, auch nicht so viele unterschiedliche Ziegen. Ich glaube, in weiß-schwarz und schwarz-weiß und das war's. Weißt du, was ich gerne noch hätte? Aber dass die Wahrscheinlichkeit, das zu bekommen, extremst gering. Und zwar dieser von diesem Spielzeugroboter. Gibt es einen goldenen. Oh. Kann man den angeln oder wo ja. kriegt man den her? Ich glaube angeln oder ausgraben. Ah, okay. Ja, müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt unterwegs sind, ob wir unterwegs kleine Inseln sehen, ne? Ja, oder halt angeln, ne? Ja. Ja, ja gleich mal angeln. Mal ein bisschen die, genau, die Köder wegbringen. Ja. So, wie weit ist noch? Naja, ein Drittel haben wir geschafft von der Strecke. Also es ist noch ordentlich. Ach, ich glaube, das geht schnell. So, jetzt haben wir wieder schön Milch aufgefüllt. Sind wir schon da? Sind wir schon da. So, und hier kommt der Eimer wieder rein. Zack. Hier habe ich noch 20 Mal Plastik. Hurra. Das fühlt sich ja hier schon wieder alles. Ich sammle auch mal ein bisschen Loot aus den Netzen. Ah, ich guck mal, vielleicht finde ich ja irgendwie, sehe ich irgendwo, erspicke ich irgendwo ein Inselchen oder so. Sammle nebenbei auch noch ein bisschen was ein. Ach, aber ich, ja. ich glaube tatsächlich ansonsten, also bis auf den goldenen Roboter, da hätten wir dann alles, oder? Nachdem ich kann es dir nicht sagen, aber ich glaube schon. Nachdem wir die letzten Schmucksachen noch erforscht hatten. Ja. Ach schön, Sonnenaufgang. So. Da waren wir fleißig. So, Inventar schon wieder fast voll. Ja, meins auch. Meins auch. Oh, jetzt wird es aber ein bisschen stürmisch. Okay, ja. Ja, wohl, geht noch. Ich habe noch ein bisschen Platz. Ich kann noch ein bisschen sammeln. Oh. Ich glaube, es sind gerade ein paar Müllwürfel über Bord gegangen. Naja, nicht schlimm. Aha. Wie Müllwürfel? Oh. Na. War das Inventar voll? Ja. Ah. Das Inventar war voll. Ich mach's jetzt auch gar nicht leer, weil das meiste davon passt ja gleich sowieso in die Müllpresse. Hier die Palmblätter und das ganze Zeug, das behalte ich jetzt im Inventar und pack's gleich in die Presse. Ja. Ich pack dir hier auch noch ein bisschen was rein, gell? Das ist aber sehr umsichtig von dir. Zum Recyceln. Bisschen Plastik. Und so weiter. Tada. So schnell geht das. Sehr schön. Wie nennen wir die Folge? Aus Versehen in Utopia? Ja. Ja, ja. Absicht war das ja nicht, gell? Nee, Absicht war es nicht. Nee, nee. Dann die Zeit fliegt. Wir sind schon wieder fast am Ende einer Folge angelangt. Man mag es nicht glauben. Gerade angefangen. Oha. Ein bisschen sortiert, ein bisschen ja. gekocht, ein bisschen was gemacht und schon wieder. Und schon ist wieder vorbei, ja. Und schon ja. ist wieder vorbei. Aber wir kommen wieder. Keine Frage, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Alles klar, dann vielen Dank Sunshine und liebe Zuschauer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.